Wir befinden uns mitten in Polen, direkt im wunderschönen Stettin und sagen damit herzlich willkommen zum Polenmarkt 2013 à la Moritz TV. Dieses Jahr versuchen wir uns mal nicht in der traditionellen Begrüßung, also auf Polnisch, weil, sind wir mal ehrlich, wir würden es eh nicht auf die Reihe bekommen. Und das ist nicht die einzige Tradition, mit der wir in dieser Sendung brechen werden. Denn auch hier ist alles neu. Wir hoffen, dass ihr nach dieser Sendung ein bisschen mehr über euer Nachbarland wissen werdet. Ja, okay, wir wissen auch, dass wir das schon tausendmal gesagt haben, aber glaubt uns diesmal wirklich. Mal ganz ehrlich, was wissen wir denn über Polen und die Menschen, die dort leben? Und wer und welche Idee steht eigentlich hinter der polnischen Kultur, die jedes Jahr in Greifswald präsentiert wird? Das sind alles ganz, ganz viele Fragen und deshalb finde ich, sollten wir jetzt auch langsam mal loslegen. Wie Nele ja schon erwähnt hat, stehen wir hier in Stettin und in Stettin geht es auch jetzt in unserem ersten Beitrag und zwar um die sehr bewegte Geschichte dieser Stadt. Nach diesem Blick in die Vergangenheit Polens befinden wir uns im zweiten Beitrag unmittelbar im Hier und Jetzt. Es gibt viele Vorurteile über Polen, aber mal ganz ehrlich, man sagt auch Blondinen sind dumm und meine Lieblingsblondine Sophie ist gar nicht mal so doof. Und deshalb werfen wir jetzt einen Blick hinter diese blöden Vorurteile und lernen mithilfe der Filme, die unter dem Namen Portrait Polonia laufen, etwas über polnisches Leben in Deutschland. Stettin, die siebtgrößte Stadt Polens mit riesengroßen Kreuzungen, Straßenbahnen, über 400.000 Einwohnern und exklusiven Einkaufszentren. Vor allem aber eine Stadt mit einer bewegten Geschichte und gespaltener Identität. Aus diesem Grund wurden Fotografien aus dem Zeitraum von 1933 bis 1992 zusammengestellt, die diese Geschichte dokumentieren sollten. In Stettin gab es viele politische und herrschaftliche Umbrüche, die es mehreren Generationen schwer machten, sich mit der Stadt und ihrer Entstehung zu identifizieren. Das erste Generation, sie hat eine Probleme, denn sie kennen nicht Stettin. Meine Eltern, sie waren in Stettin geboren in den 40er Jahren. Sie ganze Leben war ein Kommunismus und sie haben auch keine Möglichkeit, diese Identität bauen. Ich glaube, jetzt meine Generation, die Leute, wenn sie haben 30, 40 Jahre, sie sind eine Möglichkeit, diese Identität bauen, denn wir können mit keiner Angst sprechen über die Geschichte Stettin. Deutsche Geschichte Stettin, schwedische Geschichte Stettin und Abhängigkeit, wo der Stettin war, eine Hauptstadt, die Herzogtum und jetzt die polnische Geschichte. Wir haben keine Probleme, um diese Geschichte zu sprechen und ich glaube, jetzt wir haben eine Möglichkeit, diese Identität normalerweise zu bauen. Die Fotografien zeigen mit viel Ausdruckskraft ganz verschiedene Zeitabschnitte, die für Stettin und für Polen von großer Bedeutung waren. Und sie möchten eine Freiheit haben. Diese Leute hier, sie manifestieren Freiheit. Wir möchten freier sein. Wir möchten normales Leben haben. Diese Spruchband spricht, um zu Polen, Polen war, wird, ja, und zu Polen, Polen wird. Sie möchten normale Leben, ja. Diese Leute natürlich kämpfen mit einer Miliz, das war eine Volkspolizei in Polen. Und mir gefällt, dass hier ist eine Bewegung, ja, hier ist ein wichtiger Moment. Die Leute haben eine Hoffnung, aber diese Miliz ist dagegen, ja. Ich glaube, das interessante Bild zeigt einen interessanten Moment im Leben dieser Leute. Diese Bilder sollen nicht nur für die Besucher des Polenmarktes zu sehen sein, sondern in Zukunft für alle Bewohner und Besucher Stettins. Zurzeit entsteht dort nämlich mitten im Stadtkern das Dialogzentrum Umbrüche. Auch wenn dort nicht die gesamte bewegte Geschichte der Stadt wiedergegeben wird, soll das Zentrum der jungen Generationen einen Zugang zur Vergangenheit Stettins bieten. Dieses Museum, dieses neue Zentrum, Umbruchzentrum, das ist eine Möglichkeit zu zeigen, eine Geschichte polnischer Stettin. Mir ist etwas schwierig, dass dieser Umbruch wird nur über die polnische Geschichte sprechen, fast polnische, auch in Zweites Weltkrieg. Ich glaube, dass der Umbruch in Stettin war in ganzer Jahrhundert, ja, von dem 10. Jahrhundert, weil viele Umbrüche. Aber die Stettiner, sie müssen verstehen, dass ihre Stadt, das ist Stadt wichtig in Geschichte Polen. Stettin und Greifswald sind sich so nah und doch irgendwie fern. So können nicht viele Bewohner der beiden Städte behaupten, die jeweils andere gut zu kennen. Die jungen Deutschen, sie haben keine Ahnung, was ist Stettin. Ja? Ich lache, dass viele Deutsche aus Vorpommern, sie kommen so wenig nach Stettin, ähnlich wie die Polen aus westpolnischer Województwa kommen so wenig nach Greifswald. Meine Eltern waren erstes Mal in dieses Jahr in Greifswald, ja? Aber sie wohnten 60 Jahre in Stettin.
In einer relativ kurzen Zeitspanne ist sehr viel passiert. Und für die Zukunft ist es nun wichtig, dass der Austausch zwischen Generationen, aber auch zwischen Deutschen und Polen fortgeführt und weiter ausgebaut wird. Ich glaube, von 30 Jahren, dieser Treffen hier war unglaublich. Ja, das war unmöglich. Jetzt, das ist normalerweise, können wir hier treffen, können wir bauen ein Zusammenleben in Pommern. Ja. Die zwei Teile Polen, Pommern, polnische und deutsche, sind natürlich in anderen Staaten, aber wir können bauen eine normale Region, normale Land, und sie haben keine Angst über die Zukunft. Ich glaube, haben wir eine weiße, helle Zukunft. Auf jeden Fall viele, die nicht stimmen. Die klauen Autos. Günstige Arbeitskräfte. Dass sie ganz gerne mal klauen. Spargel stechen. Die klauen. Sie sind wohl recht trinkfest. In den Grenzgebieten, dass es da jetzt mehr Einbrüche gibt, seitdem die Grenze offen ist. Sehr gastfreundlich. Und dann glaube ich noch, dass halt die Frauen in Polen ganz gut aussehen. Aber ich kann es nicht bestätigen, ich war noch nie in Polen, außer einmal Kippen holen. Portrait Polonia, das ist der Name eines im Herbst entstandenen Projektes, das anhand von Kurzfilmen das polnische Leben in Deutschland zeigen soll. Die vier besten Filme spielen überwiegend auf humorvolle Art und Weise mit Vorurteilen und Traditionen. Sie beschäftigen sich mit Identität, Selbstverständnis, Sehnsüchten, Einsamkeit und Heimat von polnischen Migranten. Als ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam, hat mich eine ältere Frau gefragt, woher kommen Sie? Ich habe beantwortet, aus Polen. Und sie sagte, ist nicht schlimm. Ale to nie jest normalna sytuacja. No to widocznie jestem nienormalna, no. Nie, nie jesteś nienormalna, tylko jesteś trochę leniwa. Tak, leniwa. Leniwa, to co? To znaczy, że jestem leniwa, bo nie mam męża? Tak. Einer der Schwerpunkte lenkte die Perspektive auf das ziellose, eintönige, aber auch stressige Leben der Polen in Deutschland. Morgens, wenn ich die Tiefgarage verlasse, es ist noch dunkel. Wenn ich nach Hause komme, ist es leider schon dunkel. Bei der Präsentation der Filme in der Czajka war auch Jan Walentek anwesend. Ein Pole, der seit über 25 Jahren in Deutschland lebt und einen der gezeigten Filme selbst produziert hat. Wir fragten ihn, welche Beweggründe er hatte, nach Deutschland zu kommen. Um frei zu werden. Also in dem Land, wo ich gelebt habe, damals, waren solche Umstände, dass ich mich nicht genug frei gefühlt habe. Er stand dem Publikum im Anschluss für ein Gespräch über die Thematik der vier Filme zur Verfügung. Der Filmemacher selbst hatte übrigens eine ganz eigene Meinung zum Thema Vorurteile. Wir brauchen Vorurteile. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, was für Denker hat das gesagt, dass Vorurteile sind eigentlich nicht schlecht, wenn man bestimmte Distanz zu dem hat. Und Vorurteil kommt nicht von nirgendwo. Das gibt es immer Gründe, dass wir auf manche Dinge so schauen und nicht anders. Es waren einmal vor einem Jahr beim Polenmarkt bei Robert Devotion zwei Mädchen. Die eine gerade mal einen Meter groß und ein kleines bisschen irre. Die andere mit weißen Haaren und total wahnsinnig. Es war Liebe auf den ersten Blick, die bis heute anhält. Und zu eurer Überraschung, diese zwei Mädchen sind natürlich wir, denn das ist das Märchen von Nele und Sophie. Eine never-ending story. Und wir wollten jetzt mal gucken, ob polnische Märchen eventuell ein kleines bisschen kreativer sind und haben uns deshalb zu den kleinen Stöpseln gesellt und mal ein kleines bisschen der Märchenstunde gelauscht. Und für alle, die etwas erwachsener sind als wir, waren wir bei der Krimi-Lesung vor dem Tatort dabei. In dieser stellt der polnische Autor Mariusz Czubaj seinen Bestseller 21.37 Uhr vor.
Darin geht es um die Scheinheiligkeit der polnischen katholischen Kirche mit dichter Handlung und zahlreichen Bezügen zur polnischen Wirklichkeit. Polnische Kultur für die ganz Kleinen. Bei der polnischen Märchenstunde in der Stadtbibliothek durften die Kinder aussuchen, was ihnen präsentiert wird. Es sollte das Märchen von den drei Schwestern und der Schlange sein. Neugierig zog er sein Messer hervor und stach es in das Gras. Kroch aus dem Loch eine Schlange heraus, ringelte sich dem Mann um die Brust und sagte wie ein Mensch: Jetzt lasse ich dich nicht wieder los, aber ich tue dir nichts. Dabei fielen den Kindern bestimmt einige Ähnlichkeiten mit den in Deutschland berühmten Märchen der Gebrüder Grimm auf. Ich finde, also man findet eine ganze Reihe Märchen, die man mit den Grimmschen Märchen vergleichen könnte, aber in leicht abgewandelter Form. Das ist aber nichts typisch Polnisches, sondern das ist ganz typisch für das Märchen insgesamt, weil die Motive wandern und in den einzelnen Ländern dann ein bisschen abgeändert werden. Die für Märchen typische Brutalität findet sich auch in dem polnischen Märchen über die drei Schwestern wieder. Und dann wollten sie ihn töten. Wenn ihr mich tötet, sagte er, dann schneidet mich in 4 Stücke und legt die in einen Sack und legt den Sack meinem Pferd auf den Rücken. Bekannt sind die polnischen Märchen allerdings nicht dafür. Ein bisschen freundlicher. Hier wird es allerdings ganz böse, aber es ist nicht ganz so grausam wie in den deutschen Märchen. Und auch noch grausamer sind die finnischen Märchen als die deutschen. Das Grausame schreckte die Kleinen allerdings nicht ab. Sie ließen sich in den Bann der Märchenwelt ziehen und lauschten gespannt, wie es mit dem arbeitslosen Koch, dem König und den drei Schwestern weiterging. Zu spät, bedauerte der Koch, dass er sich hatte überlisten lassen. Was sollte er tun? Pop. Er setzte sich auf sein Pferd und ritt zurück zu den drei Schwestern. Bei so vielen Gemeinsamkeiten muss es aber doch auch typisch polnische Besonderheiten geben. Es gibt eine ganze Reihe von Tiermärchen, die ein bisschen typisch sind auch für das Land und für die Gepflogenheiten des Landes, zum Beispiel also das Märchen von dem klugen Hahn, der den Edelmann des Diebstahls überführt. Ja, das sind also Dinge, die man im deutschen Märchen weniger findet und die also auch ein bisschen mutiger sind als unsere Deutschen. Das Ende des Märchens ist genauso, wie man es sich vorstellt. Es nimmt uns mit in Kindheitserinnerungen und entlässt die lauschenden Kinder glücklich und zufrieden wieder in die reale Welt. Er blieb dort und heiratete die Jüngste, die er vorher als Schlange gerettet hatte. Und sie lebten lange glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Am 2. April 2005 um 21.37 Uhr starb Karol Josef Wojtyla, besser bekannt als Papst Johannes Paul II. Nach 26,5 Jahren musste die katholische Kirche Abschied von ihrem polnischen Oberhaupt nehmen. Der Todeszeitpunkt des ehemaligen Papstes spielt auch im gleichnamigen Thriller von Mariusz Czubaj eine wichtige Rolle. Der Roman taucht tief in das Wirken der katholischen Kirche in Polen ein, der fast 90% der polnischen Bevölkerung angehören. Zu Beginn des Buches steht der Mord an 2 Priesterseminarteilnehmern. Nach grausamer Folter wurden diese mit Plastiktüten erstickt und die Zahlen 21 und 37 in ihre Stirn geritzt. In die Takte des Blues mischte sich die Stimme des Mordkommissionsleiters. 2 tote Priesterseminaristen, Plastiktüten mit Lippenstift aufgemalte rosa Dreiecke. In welchem Zusammenhang stehen die Morde mit dem Tod des Papstes? Dieses Rätsel versucht Kommissar Rudolf Heinz, Leiter einer extra eingesetzten Sonderkommission, zu lösen. Zurück im Präsidium sah Heinz die persönlichen Gegenstände der Opfer durch.
Mit Verwunderung betrachte er die Markenjeans von Diesel und Levi's, die Polo-Shirts und Sportschuhe. Die Kleidung von dieser Seminaristin hatte er sich anders vorgestellt. Mariusz Czubaj, der mit 21.37 Uhr einen Bestseller in Polen landete, für den er 2009 auch den polnischen Krimipreis bekam, entschied sich bewusst für das brisante Thema Homosexualität und Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche. Powiem tak, że gdy pisałem tę powieść, stosunkowo niedużo wiedzieliśmy o tym, jak wygląda kwestia na przykład pedofilii i ukrywania pedofilii. Als ich an dem Buch schrieb, war das Thema noch nicht so aktuell wie heute zum Beispiel. Das heißt also, Kindermissbrauch in der katholischen Kirche im Jahr 2007 war noch nicht so aktuell wie heute. Deswegen, also wenn man das Buch jetzt liest, dann ist sozusagen das Thema aktueller als sozusagen vor diesen paar Jahren. Und ich bedauere auch, dass dieses Buch auch damals einfach keinen Skandal irgendwie ausgelöst hat. Also es gab keine Demonstrationen, keine Proteste bei mir vor dem Haus von den Anhängern der Kirche. Hauptberuflich arbeitet Czubaj als Professor für Kulturanthropologie an der Universität in Warschau. Dass er auch als Schriftsteller erfolgreich ist, wissen aber nur die wenigsten seiner Studenten. Seine Studenten, die bei ihm zum Beispiel in Vorträgen oder in Vorlesungen sitzen, wissen nicht immer, dass er sozusagen nebenbei noch Kriminalromane schreibt. Und kurz vor der Prüfung hat er heute auch gemeint, gibt es auch nicht unbedingt mehr Studenten, die einfach mit dem Buch kommen und übernehmen wollen, dass das Buch sozusagen signiert wird. Mit seinen kriminologischen Gedanken muss sich auch seine Familie abfinden, die aber alle einen schwarzen Humor haben, so Czubaj. Meine Familie musste sich einfach quasi mit dem Gedanken anfreunden, dass ich öfter mal sozusagen über solche Sachen wie Verbrechen oder Tod nachdenke. Wir sind einfach so eine Art Adams Family, wo einfach diese Themen einfach immer da sind. Wer der Mörder ist und was das Ganze mit dem Tod des Papstes zu tun hat, das muss der Leser aber selbst herausfinden. Was haben wir im Jahr 1981 gemacht? Wir waren noch nicht auf der Welt, vermutlich noch nicht mal geplant. Ja, wobei Sophie schon fast. Aber es gibt Menschen, die haben in diesem Jahr sogar schon eine Band gegründet. Und damit meinen wir jetzt nicht Metallica oder Slayer, sondern die polnische Urpunkband WC. Und nein, sie sind jetzt nicht voll für den Arsch. Unerschütterlich nach dem Motto Old Punks Never Die präsentieren sie beim Polenmarkt 2013 200% Punkrock. Und danach kommen wir zum verrückten Höhepunkt unserer Sendung, denn wir waren live dabei, wie zwei polnische Künstler versuchen, die Perspektive der Welt zu verändern. Mal schauen, ob das geklappt hat. Old Punks Never Die! Punkmusik funktioniert heute so, wie sie schon immer funktioniert hat. Mit Wut, Herz und Haltung. Damit hat die polnische Band WC schon zu ihrer Gründungszeit vor 32 Jahren die Underground-Szene Stettins geprägt. Also da waren so schwere Zeiten bei uns in Polen. Da war kommunistisches Regime, also war ganz schwer etwas zu machen. Und da haben wir Leute gefunden, die möchten etwas machen und haben wir unser Band gegründet. Seit Mitte der 70er Jahre gab es in Polen erhebliche Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und den kommunistischen Machthabern. Im Gründungsjahr der Band rief die Regierung das Kriegsrecht aus, um ihre Stellung zu sichern. Seitdem richteten sich ihre Texte offen gegen das Regime. Da haben wir nicht kalkuliert, dass möchten wir was Politisches machen, schreiben oder spielen. Das war alles naturell. Also wir waren junge Leute und haben wir gesungen, was wir gedacht haben. Also. Bank nie może być romantyczny.
Der 2009 angelaufene Film All That I Love lehnt sich an die stürmischen Anfangstage der Band an und wurde sogar als polnischer Oscar-Kandidat eingereicht. Auch nach der politischen Wende 1989 gibt es in Polen, nach Auffassung der Band, noch genug Missstände, gegen die man sich auflehnen sollte. Gibt es viele Sachen, die nicht so ordentlich sind. Die Politiker sind immer die gleichen Leute. Also haben wir großen Bereich, dass wir weitere Texte zu schreiben können. Die musikalische Auflehnung ist aber trotz des langen Bestehens kein Hauptberuf. Also im Alltag machen wir was anderes. Das ist unser Hobby, was wir machen. Da ist es auch etwas leichter, wenn Musik nicht der Beruf ist. Wahrscheinlich lässt sich so am besten eine gesunde Punk-Attitüde bewahren. Wir als Punker sagen immer, das gibt's keine Zukunft. Also dann, deswegen haben wir auch keine Pläne. Man kann also davon ausgehen, dass WC auch weitere 32 Jahre auf dieselbe Art die Punk-Szene bereichern werden. Ein ganz normaler Tag in Greifswald. Oder vielleicht doch nicht? Durch Performances der anderen Art sorgten drei polnische Künstler für verwirrte Gesichter in der Innenstadt. Mit einem Spiegel bepackt wanderte Peter Grotzki durch die Innenstadt, um den vorbeigehenden Passanten eine neue Seite der Realität zu zeigen. Solche in Sekundenbrüchen entstehende Bilder. Das alles, was kann man nicht anhalten. Das alles, was sehr vergänglich ist. Und auch betrüglich, denke ich mir, ja. Grotzki absolviert sein Masterstudium in bildender Kunst am Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald und kam bei einem Gespräch mit seinem Professor auf die Idee, einen Spiegel in der Landschaft zu positionieren. Das ist ein Mantel von meinem Großvater und dann ist eine Verschraubung im Spiegel hinten. Und so kann man den tragen oder als aus Skulptur betrachten. Diese Performance führte er bereits zum zweiten Mal durch und konnte dabei unterschiedliche Reaktionen beobachten. Der Künstler möchte mit seinem Auftritt einen anhaltenden Eindruck hinterlassen. Das bleibt irgendwo in Gedanken, seine Konfrontation mit beweglichen Spiegel, hoffe ich. Ja. Zumindest unter den Greifswalder Zuschauern hat sich diese Hoffnung bewahrheitet und die Performance bot Raum für eigene Interpretationen. Ich finde das wirklich sehr eindrucksvoll, denn letzten Endes, wir leben doch ziemlich stark mit Oberflächlichkeiten und wenn der Spiegel dann mal in der Form präsentiert wird, gilt es nachzudenken. Finde ich gut, finde ich sehr schön. Mir hat es Spaß gemacht, es war jetzt mal Leben auf der Straße und das war's für mich. Auch die fesselnde Performance des Bildhauers und Möbeldesigners Krzysztof Sikorski sorgte für verblüffte Gesichter und reichlich Diskussionsbedarf. Wir sind schon fleißig am Diskutieren, was es bedeuten könnte. Genau, und haben uns überlegt, naja, er manövriert sich da in eine Situation, die für ihn vielleicht irgendwann nicht mehr lösbar ist. Und die Frage ist, vielleicht fragt er um Hilfe, wird ihm geholfen, wenn er selber sich in so eine Situation bringt? Sikorski wickelte sich bei seinem Auftritt in ein langes Seil ein. Damit zeigte er den Weg von der Natur in die Stadt. Diese wurde durch die Säule symbolisiert. Durch das Auswickeln stellt er dann den Übergang zurück in die Natur dar. Dass dieser Prozess nicht immer einfach ist, verdeutlicht er durch seinen Kampf mit dem Seil. Zu dieser außergewöhnlichen Performance inspirierte ihn etwas sehr Alltägliches. Naja, das Leben schreibt solche Ideen. Das ist alles.
Die meiste Aufmerksamkeit erregte wohl ein dritter Künstler mit seiner Darbietung, die zeitgleich mit der Sikorskis auf der Europakreuzung stattfand. Dieser Künstler positionierte sich dafür auf dem Mittelstreifen eines Kreuzungsübergangs. Ich habe schon viel erlebt, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also hier wird seit einiger Zeit immer, werden die Kanten des Bürgersteigs gewischt, wenn die Leute weg sind. Und ich habe ihm gerade gesagt, dass ich das sehr nett finde. Aber ich weiß nicht, warum er es macht, aber er macht es gerne. Und das ist die Hauptsache. Wie in der Kunst üblich, ist die Interpretation immer jedem selbst überlassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ist, naja, man macht seinen Job, wenn man ihn machen muss. Und er macht ihn anscheinend ja auch ganz gerne. Mit diesen drei Auftritten sorgten die Künstler für Abwechslung im Greifswalder Tagesgeschehen und regten hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken an. Wir stehen jetzt im Übrigen vor dem wunderschönen Stettiner Schloss. Ich weiß für euch, ihr könnt es jetzt nicht ganz so gut sehen wie wir, aber dafür könntet ihr hier studieren und euch das Ganze live angucken, was im Übrigen ca. 30.000 Menschen machen. In Stettin ist nämlich eine der zahlreichen Partnerhochschulen von Greifswald. Schon mal drüber nachgedacht, euer Auslandssemester in Polen zu absolvieren? Nö. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, die wir euch im nächsten Beitrag einmal vorstellen wollen. Dafür haben wir unter anderem mit Studierenden geredet, die bereits ein Auslandssemester in Polen absolviert haben oder gerade dabei sind. Und vielleicht rennt ihr ja danach das akademische Auslandsamt ein. Krakau, Poznan, Lublin, Wroclaw, Stettin. Das sind nur einige der Städte, in denen Studierende der Uni Greifswald ihr Erasmus-Semester verbringen könnten. Bei der traditionellen Infoveranstaltung zum Studienstandort Polen konnten sich Interessierte einen ersten Überblick verschaffen. Betrachtet man die geografische Nähe, wäre eigentlich zu erwarten, dass viele Studierende diese Chance nutzen würden. Die gängigste Variante ist das Erasmus-Programm. Doch Polen gilt weiterhin als eher exotisches Erasmus-Ziel. Vielleicht liegt es daran, dass man kaum etwas über das Nachbarland im Osten weiß. Wir haben mit Studierenden gesprochen, die den Schritt nach Polen gewagt haben. Ich habe mich mit Polen vorher eigentlich noch nie wirklich beschäftigt gehabt. Bin von Hamburg nach Greifswald gezogen 2010 und durch die Nähe nach Polen eben schon, es begegnet einem einfach häufiger und war dann neugierig. Ich habe halt angefangen in meinem Bachelor Polnisch zu lernen, die Sprache. Und da hat sich halt angeboten, direkt nach Polen zu gehen, weil ich habe ja auch halt in Frankfurt-Oder direkt an der Grenze studiert und dann war halt viel polenzentrisch und das fand ich sehr interessant, dahin zu gehen. Wer mit Erasmus nach Polen geht, kann sich seine ECTS-Punkte normalerweise anrechnen lassen. In der Praxis ist das aber gewohnheitsmäßig schwierig. Also Anrechnungen, vorher war alles akzeptiert worden, ja, hat im Nachhinein aber doch schleppend funktioniert, weil so die Gewichtung der Scheine dann doch auf einmal fraglich war. Aber allein wegen der jährlich stattfindenden Studententage Juvenalia lohnt es sich, das Sommersemester in Polen zu verbringen. Also die Studenten feiern Juvenalia Mitte Juni. Es gibt viele Konzerte, Sportbewerbe. Und die Stadt gehört den Studenten einfach. Es war ein großartiges Fest gewesen. Also das war mehrere Bühnen in der ganzen Stadt gewesen, wo halt Konzerte waren, aber es gab auch andere Veranstaltungen, so Lichtershow abends und Umzüge, wo sich Studenten dann verkleidet haben. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein toller Semesterausklang, muss man sagen. Warum es trotz der ein oder anderen Schwierigkeit im Gastland dennoch eine gute Entscheidung war, dorthin zu gehen, lassen wir Natalia und Markus jetzt einfach mal selbst erzählen. Ich habe nicht viel erwartet. Man hat in so Doppelzimmern eben geschlafen. Also man hat sozusagen sich zu viert ein Bad geteilt. Und es gab auf dem Flur eine Küche, die allerdings überhaupt nicht ausgestattet war. Es gab keinen Kühlschrank, es gab keine Töpfe, es gab keine Teller, es gab nichts. Ja, und dann nach 2 Wochen oder so haben die irgendwas angekündigt von wegen Insektenvernichtung. Wir sollten unsere Koffer abdecken oder möglichst alles rausnehmen. Und wir könnten aber dann nach 5 Stunden wieder rein. Das war so der Moment, da habe ich beschlossen, dass ich es umgehend ausziehen muss. Und habe das dann auch getan. Ich habe aber auch direkt
Seminare aus dem polnischen Stundenplan besucht, einfach weil ich halt auch diesen polnischen Sprachkontakt haben wollte. Und das war dann schon so ein kleiner Kulturschock gewesen, weil es halt wirklich ziemlich im Klassenverbund alles war. Ich bin begeistert von der Höflichkeit, der Freundlichkeit. Man kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung auch in Polen. Also man sollte auf jeden Fall dann noch sich mit der Sprache beschäftigen und versuchen wirklich halt so diesen Alltag wahrzunehmen. Mal auf die typischen Märkte zu gehen, Gespräche zu suchen. Die polnische Kultur ist interessant und die muss man, glaube ich, erleben. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr euch im International Office über eure Möglichkeiten noch genauer informieren. So, meine Lieben, und falls ihr immer noch dran seid, können wir euch nun feierlich verkünden. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Sendung fast überstanden. Ach so, und falls ihr nur für die Outtakes vorgespult habt, die kommen jetzt gleich. Spaß beiseite. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in das Land Polen und seine Kultur bieten. Es gibt allerdings eine Tradition, mit der wir dieses Mal noch nicht brechen wollen, nämlich dem Gewinnspiel. Und zwar wollen wir diesmal von euch wissen, wo wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Zu gewinnen gibt es den Roman von Mariusz Czubaj, 21.37 Uhr. Und damit verabschieden wir uns aus dem wunderschönen Stettin, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Also tschüss und danke fürs Zuschauen. So, let's fett. Gib mir jetzt das Mikro, du Schlampe. Moderation 1 wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Holy. All you see are silhouettes. And all let's rock, you hear let's are rock. Wie du bist es keiner, denn der BMW ist deiner. Alles dreht sich nur um dich, warum ausgerechnet dich? Ich will dich nur locker machen. Eine never ending story. Finger bowl or any place you go. Ja, ich überlege gerade. Max and everyone you know. You go to the spot that I am thinking of. You will be free. Ey, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mit so einer Amateurin zusammenarbeite. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den Scheiß nicht gemacht hier. Times below, dann kann ich you and I were sent by Joe, then strike. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick. You will know you're in Hernando's Hideaway. Wartet, ich glaube, weil der Nase läuft aus. Das Nummer. Ich whisper low, that you and I were sent by Joe. Thanks. Also tschüss, danke fürs Zuschauen und ich hasse diesen Satz, finde ich voll kacke. Hernando's Hideaway.